Hi there und herzlich willkommen bei Let's Play C12 Final Resistance oder wie ich es gern nenne, C12 Final Resistance. Ich denke mal, dem einen oder anderen wird dieses kleine Denglisch-Gedöns nicht zu sehr aufs Gemüt schlagen, denn es ist immer noch nicht so viel wie das, was wir in unserer heutigen Gesellschaft haben. Es ist wirklich, wirklich, wirklich viel zu viel. Und allmählich glaube ich, dass die Leute das tun, weil sie weder in Englisch noch in Deutsch eine wirklich gute Note haben und deswegen probieren das Ganze so zu kompensieren. Aber nichtsdestotrotz werden wir mal C12 Final Resistance spielen. Ich bin gleich mal instinktiv ins Hauptmenü gegangen und habe die Musik ein bisschen runtergedreht, weil sie meines Erachtens ein bisschen zu laut ist und jetzt auch ein bisschen zu laut immer noch. Im Spiel nachher nicht mehr, weshalb ich hier jetzt am Anfang noch ein kleines bisschen reinschreien werde wahrscheinlich. Wir haben heute den 10. April um 4.35 Uhr am Morgen. Gott verdammt, ja. Ich hatte gestern Abend fast schon eine Migräne, möchte ich meinen. Und bin auch nicht wirklich müde. Ich habe Ferien und also schon eine Weile. Und wollte eigentlich schon viel, viel eher aufnehmen. Also nicht um 2 Uhr morgens, sondern halt eine Woche eher, aber ja, Aufnahmehemmungen. Jedenfalls ist es quasi die beste Zeit, um aufzunehmen. Und wie auch andere Spiele hat C12 Final Resistance auch in meinem Herzen, in meinem Kopf so eine kleine Vergangenheit. Und zwar, falls ihr ein wenig älter seid, also älter als 16, 17, dann oder 18, dann habt ihr vielleicht auch wie ich ein paar Euro-Demos. Ich habe so, wenn ich jetzt meinen Schrank aufmache, würde ich sagen, so 20, 30 Euro-Demos auf dem Stapel. Und es hat sich so ein bisschen so in der Vergangenheit in meinem Kopf eingebrannt. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses. Oh ja, ist der Sound weg? Phänomenal. C12 Final Resistance war auf gefühlten 25 Demos drauf von meinen 30, 40. Kann sein, dass ich immer dieselben Demos gespielt habe. Auf jeden Fall war das eins von diesen Spielen, bei denen ich mir immer wieder dachte, ey komm, das musst du irgendwann haben. Ich kann mich noch an gute Szenen erinnern, wo wir, also ganz egal welche Demo das war, es war immer die erste Mission, dieselbe Mission. Ich weiß jetzt nicht, ob es die erste war, aber da ich ja eben reingeguckt habe, schätzungsweise ist es die erste, weil die mir bekannt vorkam. Und da kann ich mich halt, wie gesagt, daran erinnern, wie ich da saß, wie ich neben meinem Bruder saß. Mein Bruder hat ja die meiste Zeit gespielt, ich habe aber nur mal zugeguckt. Und da haben wir dann so dieses Eis gegessen, dieses, ja, was war das? Das war so ein Zitroneneis mit so einer weißen Füllung. Keine Ahnung, ob es das noch gibt und das hatte ich halt so im Kopf. Und ich dachte mir halt dann so, du musst es irgendwann mal spielen, aber ich habe es 2010 mal kurz eingelegt, als ich meine ersten Berührungen mit dem PS1-Simulator hatte und habe dann aber nur so eine Stunde gespielt, weil ich dann aus unbekannten Gründen nicht weitergekommen bin. Keine Ahnung, ob es ein Bug war oder ich einfach zu doof war. Ich habe am selben Tag übrigens auch noch Clock Tower runtergeladen und habe es dann am selben Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, dann wieder gelöscht, weil ich Angst hatte, dass das Spiel mich nachts auffrisst. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ist es dann quasi, was wir jetzt zusammen erleben dürfen, blind. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, weil das, wie gesagt, eins von diesen Demospielen ist, die du immer wieder gesehen hast. Und aber nie besaß. Also das tue ich jetzt auch nicht. Ich spiele die englische ISO. Und das Lustige ist, dass, wie ihr gesehen habt, gibt es nur Deutsch und Französisch, ja. Wir spielen die englische Version und wir haben noch nicht mal englische Sprachausgabe oder englische Untertitel. Also ich weiß nicht, was da schon wieder schief gelaufen ist. Auf jeden Fall, tut mir leid, dass ich wieder so viel gelabert habe, aber wir fangen jetzt mal an. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ach ja, genau, ich habe mir vorher, also ein, zwei Wochen vorher, habe ich mir, als ich auf die Idee gekommen bin, ein paar Amazon-Rezensionen durchgelesen. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich weiß nicht, ob man das für zukünftige Let's Plays beibehalten sollte. Ich hatte einfach mal Bock drauf.
um eventuell ein bisschen besser darüber urteilen zu können. Aber ich glaube, das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Einfach weil, ja, keine Ahnung, es ist dann wahrscheinlich doch besser, wenn du komplett blind reingehst und nicht irgendwie im Hinterkopf hast, okay, da hat jetzt jemand gesagt, das eine oder andere Level ist doof oder, Zitat, es gibt sehr, sehr schöne Level, die sind aber zu kurz und es gibt halt Level, die sind scheiße und viel zu lang. Und das ist dann vielleicht auch doof, wenn man so in, wenn man im Vorhinein, sagt man das so, mit so einer Einstellung reingeht. Aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Ihr könnt aber runterschreiben, ob ihr das okay findet, ob ich das zukünftig beibehalten soll oder ob ich einfach spielen sollte. Ob ich jetzt vielleicht auf die Starttaste drücken sollte, was ich jetzt aber tun werde. Gott verdammt. Ja. Ich weiß nicht, ob er das vorliest. Ich schätze, ich muss lesen. Entgegen aller Aussichten hat Carter endlich die quasi Veränderung bei Leutnant. Okay, ja. Das tut mir jetzt leid. Aber ich glaube, das müsst ihr euch selber durchlesen. Oder kann ich vielleicht... Oh ja, okay, ich kann noch hochscrollen, gut. Dann mache ich es vielleicht doch nochmal. Also, nochmal von vorne. Entgegen aller Aussichten hat Carter endlich die, was auch immer, Veränderung bei Leutnant Vogan abgeschlossen. Unter unseren eingeschränkten Testbedingungen, ich habe nur geguckt, ob ich in der Zeile verrutscht bin, funktioniert das Implantat einwandfrei. Ich für meine Person habe große Bedenken, wie nützlich solch ein Gerät im Kampfeinsatz sein wird. Ist noch nicht erwiesen. Außerdem hat LT Vogan, also Leutnant, nach den Operationen ein sehr störendes Äußeres. Ich muss regelmäßig meinen Blickkontakt unterbrechen, da ich mich selbst ertappe, wie ich auf das Leuchten des Implantats oder was ebenso schlimm ist, das Narbengewebe drum darum starre. Sehr zu seiner Ehre scheint Vogan das akzeptiert zu haben. Danke, dass das auch... Kann mir das nicht einer vorlesen? Vogan hat sich bei der Ausführung der Mission meiner und Major Dan Craters, was auch immer, Rettung aus der Alien Internierung mehr als kampftauglich erwiesen. So sehr ich auch seinen Mut loben muss, so sehr verurteile ich seinen Sinn für Taktik. Solch eine Mission hätte gar nicht erst geplant werden dürfen. Nur Vogan und ich sind lebendig entkommen. Das ganze Kommando wurde dezimiert und Dan niemals gefunden. Und Dans Frau, sie könnte auch ein W sein, Vrau, ist vielleicht eine neue Hunderasse oder so, ist unsere leitende Wissenschaftlerin. Sie war als einzige qualifiziert genug für die Kubernetik. Was ist? Ist das ein V? Das ist doch ein V. Veränderung. Irgendwas Veränderung an Vogan. Die Situation ist verdammt unbequem, aber es nützt nichts, der Sache nachzutrauern. Oh mein Gott. Seit der Invasion der Aliens hat unsere Zahl rapide abgenommen. Unsere Einheiten sind tapfer, werden aber konsequent überrumpelt und niedergemetzelt. Die Aliens haben den unseren weit überlegenen Waffen und nutzen die Technologie auf eine Art, von der wir bislang nicht einmal träumen konnten. Sie nehmen sogar unsere Soldaten gefangen und erziehen sie einer Gehirnwäsche, modifizieren sie und nutzen sie als Waffen gegen uns. Und unsere Kernwaffen sind nutzlos. Wenn wir sie benutzen, löschen wir uns über kurz oder lang nur selbst aus. Unsere leitende Wissenschaftlerin Carter hat mich davon überzeugt, dass der einzige Weg, unsere Feinde zu besiegen, die Nutzung ihrer eigenen Technologie gegen sie selbst ist. Alles, was wir tun konnten, war, diesen Text zu schreiben, weil wir viel zu wenig zu tun hatten, aus unseren besten Soldaten einen wandelnden Mutanten zu machen. Das ist moralisch aufs Höchste verwerflich, aber es muss getan werden, sonst haben wir keine Chance. Und auch dieser Text musste niedergeschrieben werden, denn sonst wüsste der Spieler jetzt nicht, was er tun sollte. Oh mein Gott!
Sorry, aber das ist der dämlichste Anfang, den ich je in einem Videospiel hatte. Okay, wenn ich jetzt alleine gespielt hätte, hätte ich es wahrscheinlich übersprungen. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Da war so eine Alien-Invasion, wir haben wohl so einen Typen gespielt, also wir spielen jetzt so einen Typen, der jetzt anscheinend ein halber Mutant ist, da er irgendwelche Verletzungen erleiden dürfte. Er hatte die Erlaubnis, Verletzungen entgegenzunehmen. Da hat er sich gefreut. Gut, ich schätze, das können wir so stehen lassen. Ich hoffe, ich habe ordentlich gelesen, aber manche Buchstaben sahen wieder komisch aus. Aber im Nachhinein haue ich mir wieder Facepalm mich ja quasi. Okay, Bomb, kommen wir zur Sache. Vor etwa 5 Stunden haben wir den Kontakt zu unserem Außenposten verloren. Das Aufklärungsteam, das wir losgeschickt haben, ist kurz darauf verschwunden. Sie müssen den Außenposten finden, das Aufklärungsteam ausfindig machen und mir sofort Meldung machen. Verstanden? Ja, Sir. Haben Sie eine Ahnung, was mich dort erwartet, Sir? Cyborgs. Jede Menge davon. Und Feindbewegungen. Da wimmelt es nur so von Flugkörpern der Aliens. Ich schätze, die beste Möglichkeit, durch die Stadt zu kommen, wird das alte Schienennetz sein. Entschuldigung, Sir, aber wir müssen den Lieutenant hier absetzen. Es ist gleich soweit, Worm. Ich werde gemeinsam mit Dr. Carter die Aufzeichnungen Ihres Implantats überwachen. Wir werden versuchen, Sie zu unterstützen. Nam Dryly, nicht vergessen, ich werde Sie mit allen Informationen, die ich über den Feind habe, versorgen. Vielen Dank, Dr. Carter. Okay, es kann losgehen. Born, Ende. Ja, also man hat hier ziemlich die Arschkarte, wenn man probiert mitzulesen, wenn man zu faul ist zuzuhören und irgendwie, wenn man viel zu viel Zeit hat und mitlesen will. Und ja, meine Katze miaut gerade wieder im Hintergrund, die hat anscheinend um 4:45 auch nichts Besseres zu tun. Okay, also dummer Text am Anfang, okay, haftige Zusammenfassung für die Mission und einen Cyborg, der nicht wirklich wie so ein Cyborg klingt, alles klar, ich will ja nicht hier irgendwie gleich total negativ rangehen, aber na gut, das hat mir jetzt nicht so unbedingt gefallen, aber es ist auf jeden Fall die Mission, die ich auch in der Demo spielen dürfte, also 2010 auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. 2010 habe ich es ja mal gespielt für eine Stunde. Aber ich weiß nicht, ob ich die Demo spielen dürfte oder ob mein Bruder mich da wieder mal verprügelt hat. Ich weiß es nicht. Aber gut. Also, vielleicht mal kurz was zur Steuerung. So minimal, was ich weiß. Also wir können mit Kreis, können wir in die Hocke gehen. Mit den Analogsticks bewege ich mich. Aber schätzungsweise hat man das damals mit den Pfeiltasten gemacht, weil damals hat jeder mit den Pfeiltasten gespielt. Mit X können wir das hier benutzen, was auch immer das ist. So ist so ein bisschen zusammengebastelt auf der Hinfahrt. Vor Langeweile entstanden, glaube ich, die Waffe. Und, ja. Ich muss gerade überlegen. Das ist nicht unbedingt die Kamera, die ich da bewege. Es ist eher immer so, dass die das, wenn ich auf R1 drücke, dann schwenkt die Kamera immer so dahin, wo ich halt gerade mit dem Kopf hinschaue. Also es ist wahrscheinlich eher so die Augenkamera. Die Kamera beugt sich dem Cyberauge. Okay, gut. Dann kann es jetzt ja losgehen. Mehr gibt's, glaube ich, nicht. Das Alienschwert in ihrer Ausrüstung hat es verdammt in sich. Es kann ein örtliches Energiefeld erzeugen und ist deswegen im Einsatz gegen die Cyborgs äußerst effektiv. Und mit etwas Glück auch gegen die Aliens selbst. Alienschwert also? Na okay. Hätte man das nicht ein bisschen cooler machen können? Ich meine, wenn man angreift, sieht es ja cool aus. Aber so, wenn ich jetzt damit rumlaufe, komme ich mir ein bisschen doof vor. Aber gut, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass ich probiere es jetzt mal, F1! Und jetzt bewege ich mich und jetzt drücke ich F3. Da ist F3. Hat funktioniert, ja, ich werde hier Safe States benutzen, zum allerersten Mal auf diesem Kanal. Denn, mir ist es bei den Testaufnahmen, bei den 2-3, die ich gemacht habe, ist es mir passiert, dass er sich einfach grundlos während eines Ladebildschirms aufgehangen hat. Und ich glaube, das ist mir 2010 auch passiert und deswegen werde ich einfach mal vor jedem Ladebildschirm ein Safe State machen, sofern ich weiß, dass ein Ladebildschirm kommt. Wenn er natürlich überraschend kommt, dann habe ich ein Problem. Aber gut, hier gibt es auf jeden Fall nicht so wirklich viel zu tun, glaube ich. Ja, nicht irgendwie was zum Einsammeln oder so. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Drücken Sie die Select-Taste, um in das Inventar zu... Ja. Okay.
Und jetzt? Tut mir leid, ich konnte den Rest des Befehls nicht lesen. Ja, ich meine, ich hatte sie doch schon ausgerüstet. Moment, was steht denn hier? Boah, hab ich mich... Ich hab mich ganz kurz gerade erschrocken, weil ich nicht wusste, wo das Geräusch herkommt, aber... Äußerst selten wurde bei einer getöteten Alien-Elite-Wache geborgen. Alles klar, also es gehört hier den... Es gehört hier einer Elite-Einheit. Hoffentlich sind wir auch Elite genug, um diese einzusetzen. Ich glaube, hier kommen gleich Gegner. Wie gesagt, Testaufnahmen und so. Ich hab's jetzt nicht irgendwie durchgespielt oder so. Was war das? Okay, ich wollte eigentlich gerade dieses Auto observieren, aber irgendwie... Ja, mit der 1 kann ich auch anvisieren. Also es ist quasi nicht die Kamera, die ich hier bewege, sondern wirklich das Auge. Und das waren anscheinend die ersten Gegner, die nicht so wirklich viel drauf haben. Und da ist die Musik, die halt, wie gesagt, jetzt nicht mehr so laut sein sollte. Alles klar. Ja, ich hatte 2010 hatte ich ein bisschen Probleme, weil ich nicht wusste, dass man anvisieren kann, beziehungsweise weil ich es einfach nicht ausprobiert habe. Und da habe ich mich schon so ein bisschen geärgert. Dann, da kommen dann später so Räume gleich, die sind ein bisschen doof. Und jetzt haben wir eine Waffe eingesammelt, die können wir mit L1 benutzen, beziehungsweise können wir halt dahin wechseln. Und was steht denn da? Das AG-35 ist ein Maschinengewehr mit integriertem Granatenwerfer. Okay, wie benutze ich den Granatenwerfer? Halten von X feuert Kugeln aus dem Maschinengewehr. Halten muss ich nicht. Viereck nicht bekannt. Ja, Viereck. Wie Viereck ist nicht bekannt? Ich dachte jetzt für einen Augenblick, okay, wenn ich jetzt Viereck drücke, dann ist es vielleicht bekannt, aber nein. Vielleicht muss ich auch erst Granaten einsammeln, kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal. Ja, hier haben wir den Ego-Modus. Nein, okay, es kann sein, dass ich vielleicht erst welche einsammeln muss. Na gut. Hier ist ja, glaube ich, nix. Dann... Ne, Moment, jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz, glaube ich. Ja. Tja, ich glaube, Berliner Rundfunk werden wir nicht mehr empfangen können. War das nicht gerade so eine Satellitenschüssel? Schade. Das war mein Lieblingssender hier. In Brandenburg. Im Zentrum des Bösen. Na gut. Nein, ich habe auch gerne... ja, ich höre ja kaum Radio. Ich habe auch gerne Kiss FM gehört. Wobei die da ziemlich oft... immer dieselbe Musik gespielt haben, aber der war wenigstens gut. Bei meinem Praktikum, da war so ein anderer Sender, da haben sie auch immer die Musik wiederholt, aber die Musik war richtig scheiße. Da kam dann die ganze Zeit, This girl is on fire! She's on fire! Ich hätte mir die Kugel geben können, ey. Hat mich so genervt, ich mag dieses Lied nicht. Okay, ich habe auch anscheinend so ein bisschen Auto-Aim. She's walking on fire! Oh. Ich lauf auch gleich mal auf dem Feuer, ey. Nach dem Lied. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du da, wenn ihr da so ein... Ah, guck mal, das sind Kugeln. Aber ich glaube, das sind halt nur Kugeln und nicht so Granatenwerferkugeln. Granatenwerfermunition verwandelt sich in Kugeln. Ja, wenn du da wirklich so 9 Stunden oder so sitzt... Und die haben nur gefühlte 8 Lieder für den Tag. Enchanté. Je m'appelle Vaughan, Lieutenant Vaughan, Cellule Beta 1 de la Résistance. Et vous êtes? Franck Trevillion, Sécurité du Centre. Je ne comprends pas. Pourquoi n'êtes-vous pas parti quand la Résistance s'est repliée? Eh bien, quelqu'un devait garder un œil sur le réseau, pas vrai? J'ai pratiquement construit ce truc de mes mains. Je ne pouvais pas l'abandonner. Mais ça n'a pas empêché les cyborgs de le dévaster. Oublions ça. Il faut le désactiver entièrement maintenant. Comment dois-je faire? Ça sera difficile, croyez-moi. Pourquoi pensez-vous que je sois resté? Le terminal est HS, il faut aller dans le local du réseau lui-même. Ensuite, il faut saisir le code de déverrouillage. Dürfte ich mal kurz unterbrechen? Hallo? Prenez ça quand même. Was? C'est une carte codée. Ouais, je ne peux rien en faire. Et quel est le code de déverrouillage? Hallo? Mais vous n'écoutez rien. Je ne le connais pas. Je l'ai perdu. Hallo? Et c'est plein de cyborgs. What the? Je trouverai, ne vous en faites pas. Fuck! Quand j'aurai réglé cette histoire, vous filez, compris? Appelez par radio et on vous enverra une équipe. Ouais. Entendez. Nein. Nein. Das ist... Merci, Riley. Merci d'être... Was soll das? Ça ira, vous croyez? Oui,
Oui, je crois. Je suis déjà content. Ok. Quoi ça là-bas? Komm mir gerade so ein bisschen verarscht vor. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein französischer Porno, der bei mir im Hintergrund läuft oder so. Irgendwas stimmt hier gerade mit dem Spiel nicht. Ja. Vor allem, wie lange die jetzt gesprochen haben. Ich glaube einfach mal, das Spiel ist gerade kaputt. Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Die Folge ist jetzt so, aber ich würde sagen, wir laden mal einfach den Safe-Set und machen das jetzt nochmal. Also, da machst du wirklich 6-mal eine Testaufnahme und spielst wirklich über diese Stelle drüber. Gut, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, dass die was sagen, aber das kann es ja jetzt nicht sein, ja. Ich meine, wenn es wenigstens Englisch oder so wäre, aber nein, die labern dich erstmal auf Französisch zu, also uns gerade. Okay. Ja, komm, geh kaputt. Das gefällt mir jetzt nicht schon wieder nicht, dass ich ein bisschen Leben verloren habe, aber okay. Vielleicht muss ich ja 0,5% Leben verlieren, damit ich jetzt meine deutsche Zwischensequenz kriege. Was zur Hölle? Also, das kotzt mich halt schon wieder so ein bisschen an. Nicht, dass das öfter passiert. So, jetzt bitte nochmal ordentlich, meine Damen und Herren. Achso, warte, ich glaube, ich muss erst... Vielleicht habe ich auch hier zu lange rumgegurkt. Vielleicht fanden die auch nicht toll, dass ich über das Lied gelästert habe. Also jetzt. Oder habe ich die hier schon getötet? Ich weiß es nicht. Die scheinen wirklich Auto-Aim zu haben. So, jetzt aber. Komm. Gib mir was Deutsches. Was reines Deutsches. Und ich meine nicht das, was immer auf N24 läuft. Das wir schon alle in- und auswendig kennen. Hallo? Kommt jetzt hier gar nichts? Okay, es kommt gar nichts. Also gehe ich mal davon aus, dass das einfach ein Bug war. Also ich werde jetzt auf jeden Fall die Folge stoppen. Werde mir mal kurz so einen YouTube-Spinner angucken, irgendeinen zufälligen, und schauen, ob da eine Zwischensequenz kommt. Wenn die kommt, dann weiß ich auch nicht. Wenn sie nicht kommt, dann war das jetzt einfach mal ein Bug. Und ja, es hat mich genauso überrascht wie euch. Also, falls einer von euch Französisch kann, kann der ja mal so erzählen, was da abging. Und ich schau mal, ob bei mir im Hintergrund auch wirklich kein französischer Porn läuft. Dann, ansonsten weiß ich auch nicht. Lag's vielleicht an mir. Aber dabei lade ich doch sowas eigentlich immer nachmittags runter und nicht am Morgen. Komisch. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffentlich mit mehr Fortschritt und weniger Französisch. Und dann schauen wir mal, was hier so in diesem Spiel abgeht. Bis zum nächsten Mal. See ya.